Die erste thermische Beizanlage zur Saatgutbehandlung in der Schweiz steht in Lissach. 3 Millionen Franken hat die Anlage gekostet, die ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel funktioniert. 15 Tonnen Saatgut werden hier pro Stunde behandelt. Mit heißem Wasserdampf wird das Saatgut zuerst desinfiziert, dann getrocknet und dann abgekühlt. Der Kopf hinter der Anlage ist der Jürg Jost. Er ist Leiter der UFA Samen. Gegen welche Krankheiten muss das Saatgut behandelt werden? Wir behandeln aktuell das Saatgut vor allem auf Schneeschimmel, Tilletia, das heißt Stink- und Zwergbrand und Flugbrand bei Gersten, wo wir eine Teilwirkung haben mit dem heutigen Prinzip, mit dem heutigen Verfahren. Die thermische Behandlung ist im Unterschied zur chemisch-synthetischen Behandlung nicht nur für die Umwelt eine sichere Sache, sondern auch für die Landwirte. Beim Abfüllen in Sämaschinen und beim Säen selber gibt es keinen Staub mehr, der mit Beizmittel belastet ist. Saatgut verträgt ja im Prinzip keine Feuchtigkeit. Wie funktioniert denn die thermische Behandlung? Die thermische Behandlung tun wir eben mit Dampf arbeiten, das heisst, wir gereinigen das Saatgut, bringen das in die Anlage rein, wo wir mit Heissdampf drauf kommen, das heisst, irgendwo zwischen 65 und 72 Grad geben wir Dampf. Die Anlage, in der Anlage verbleibt nachher das Saatgut zwischen 60, 90, 100 Sekunden, wo es behandelt wird mit diesem Dampf. Dann geht es auf eine Trocknung, wo wir es zurücktrocknen und am Schluss wird es zurückgekühlt. Die Anlage zur Saatgutbehandlung ist von der schwedischen Firma Thermoseed entwickelt worden. 6 von diesen Anlagen sind in Skandinavien schon in Betrieb, 2 in Frankreich. Das Ziel ist, dass wir eigentlich mit den gleichen Feuchtigkeiten und mit den gleichen Temperaturen vom Saatgut aus der Anlage aus der Tür fahren, wie wir es vorher aus dem Lager rein haben eingefüllt. Und die Tests, die wir jetzt da gefahren sind, die bringen eigentlich das Resultat, dass wir das herbringen. Das behandelte Saatgut, hier auf der rechten Seite, ist frei von oberflächlichen Pilzsporen und Staub. Die Keimfähigkeit liegt bei 98%. An seine Grenzen kommt das thermische Verfahren nur beim Flugbrand. Der kann nicht mit Dampf bekämpft werden, weil der Flugbranderreger im Inneren der Samen steckt. Kann man denn sagen, ob die thermische Behandlung so gut ist wie die chemisch-synthetisch? Aber es gibt samenbürtige und bodenbürtige Krankheiten. Das, was wir hier behandeln können, ist aktuell rein samenbürtig. Das heisst, wir können die Sporen, die Pilzmyzelien, auf dem Saatgut behandeln. Das heisst, wir geben dem Landwirt super Saatgut in die Hand mit 85% Keimfähigkeit, dass sie keine Pilze mehr drauf. Dann bekommt aber der Landwirt das Saatgut in sein Umfeld, in seine Felder raus. Und dort sind natürlich die bodenbürtigen Pilze auch vorhanden. Im Jahr danach geht das sicher sehr gut. Aber in Jahren, wie wir jetzt erlebt haben, wo sehr viel Feuchtigkeit da ist, kann das bewusste Auswirkungen haben, dass es eben nicht so gut aufläuft. Und dort ist natürlich aktuell mit den chemisch-synthetischen, die halt die Wirkung im Boden entfalten, hat man halt noch einen weiteren höheren Schutz drauf. Das thermisch behandelte Saatgut kostet pro 100 Kilogramm 15 Franken. Das sind 5 Franken mehr als das chemisch-synthetisch behandelte Saatgut. Sie rechnen damit, dass immer mehr Saatgut thermisch behandelt wird, nicht mehr chemisch-synthetisch. Gibt es irgendeinen Zeitpunkt, wo chemische-synthetische Behandlung vorbei ist? Diesen Punkt können wir im Moment so noch nicht explizit bringen. Aber unsere Berechnungen, die wir gemacht haben, sind wir davon ausgegangen, dass 2030 ein Grossteil von den Saatgut, die wir da eigentlich in den Handel bringen oder bringen, dass wir dort eigentlich einen sehr hohen Anteil mit diesem Verfahren oder mit ähnlichen Verfahren hier würde können aufbereiten. Und das wäre eigentlich das grosse Ziel. Wir gehen jetzt davon aus, nächstes Jahr sind wir bei 500 bis 1000 Tonnen und dass sich der Markt nachher kontinuierlich entwickelt. Bio ist eigentlich konstant immer so bei 10-12%. Wieso rechnen Sie damit, dass der Biomarkt steigt? Der Biomarkt wird jetzt steigen, dadurch, dass es Grossverteiler angekündigt haben, dass sie 100% Schweizer Mehl verarbeiten ab 2026. Mit dieser Medienmitteilung ist der GOB rausgegangen. Und wir haben heute über die Hälfte ist Importanteil drin. Also das heisst, jetzt nach langen Jahren, wo eigentlich der Biomarkt nicht im Getreide in der Schweiz nicht gewachsen ist, wird er in den nächsten Jahren deutlich erhöht werden müssen. Und die Produzenten jetzt dürfen dort in die Produktion einsteigen.